Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder in Lightroom, denn ich möchte dir dort alles zum Thema Radialfilter zeigen. Der wird oft meiner Meinung nach noch unterschätzt. Ich habe dir mal ein paar Möglichkeiten in diesem Video aufgenommen, wie du ihn einsetzen kannst und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Ich habe Lightroom jetzt wieder offen und habe mal ein Bild rausgesucht aus der sächsischen Schweiz. Das sind hier die Schrammsteine und genauer gesagt ist das von der Schrammstein-Aussicht fotografiert. Schöner Sonnenuntergang gewesen, paar kleine Wolken am Himmel, ja nicht zu viele, aber ja, so ein bisschen Struktur hatte man im Himmel noch drin. Und ich möchte dir in diesem Video jetzt wie gesagt mal zeigen, wie ich partiell arbeite in Lightroom. Denn das Problem in Anführungsstrichen ist ja immer, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Tiefen aufhelle, dann passiert das auf dem gesamten Bild. Und natürlich gewisse Einstellungen möchte ich auf dem gesamten Bild treffen, aber eben nicht alle. Und so möchte ich jetzt hier erstmal so ein bisschen das Bild angleichen. Ich werde mal den Weißabgleich vielleicht noch auf automatisch stellen. Ja, das gefällt mir eigentlich soweit schon ganz gut. Vielleicht ein kleines bisschen wärmer noch, dass wir noch so ein bisschen mehr Sonnenuntergangsfeeling drin haben. Und so passt es mir eigentlich schon ziemlich gut. So, dann werde ich vielleicht noch ein kleines bisschen Kontrast reingeben. Und Dunst entfernen setze ich mal auf minus 10. Also das mache ich mal so ein bisschen ins Negative. Dadurch nehme ich noch so ein bisschen Kontrast raus wieder, diesen gröberen Kontrast. Und habe also mehr Details und ein bisschen mehr Dynamikumfang in dem Foto noch drin. So, und jetzt geht es ja darum, in Lightroom partiell zu arbeiten, bedeutet also selektiv zu arbeiten und das heute mit dem Radialfilter. Ich möchte dir einfach mal zeigen, wie der Radialfilter eigentlich funktioniert und was man damit alles Kreatives so anstellen kann. Und wahrscheinlich gibt es da noch sehr viel mehr Möglichkeiten, aber ich zeige dir mal die, die ich selber am häufigsten nutze. Also, der Radialfilter, den aktivierst du hier oben. Ich setze jetzt erstmal die kompletten Effekte hier zurück, denn es öffnet sich jetzt hier ein neues Fenster. Und dieses Fenster beinhaltet alle Regler, die du nutzen kannst, um den Radialfilter einzustellen. Ich werde jetzt hier einfach mal mit gedrückter Maustaste einen Radialfilter aufziehen. Wenn du dabei die Shift-Taste drückst, dann zieht sich das zu einem richtigen Kreis auf. Wenn ich dabei die Optionstaste noch drücke, dann zieht sich das quasi so von einer Seite hier auf. Und wenn ich das ohne Alt-Taste mache, dann zieht sich das hier so mittig quasi auf. Ja, dann zieht sich das in alle Richtungen auf. So kann ich jetzt erstmal hier meinen Radialfilter nehmen und bestimmen, wie ich ihn haben möchte. Und jetzt drücke ich mal die Taste O. Denn wenn ich die Taste O drücke, dann sieht man erstmal die Überlagerung der ausgewählten Maske. Und aktuell ist es so, dass ich diesen Filter umgekehrt habe. Deswegen ist hier unten diese Checkbox angewählt, umkehren. Wenn ich das jetzt zurücknehmen würde, so wird dieser Filter nämlich standardmäßig angewendet, dann wird alles von diesen Effekten hier, von diesen Reglern betroffen sein, außerhalb dieses Kreises. Und du siehst es jetzt auch hier, dass nach innen hin das Ganze vom Effekt her nachlässt. Die weiche Kante hier ist aktuell auf 100 gestellt. Wenn ich die jetzt mal auf 0 stelle, dann haben wir hier eine ganz harte Kante drin. Und überall da, wo es jetzt grün ist, da wird der Effekt entsprechend angewendet. Wenn ich das Ganze jetzt wieder auf Umkehren mache, dann ist es innerhalb des Kreises oder halt außerhalb des Kreises. Das ist mal die erste Sache, die du da einstellen kannst. Ich nutze den Radialfilter meistens so, dass ich innerhalb des Kreises etwas einstellen möchte. Deswegen ist bei mir hier eigentlich dieser Umkehren-Button immer angewählt. Und dann stelle ich mir eine weiche Kante ein, immer so zwischen 50 und 100. Meistens bin ich relativ weich, damit ich eine schöne weiche Kante drin habe und man das weniger sieht, diesen Übergang. Ja, und so kannst du dir jetzt deinen Filter hier einstellen. Ich kann jetzt auch im Nachhinein das Ganze hier natürlich noch verstellen von der Größe her. Wenn ich dabei die Optionstaste drücke, dann geht das nicht in beide Richtungen gleichzeitig, sondern dann ziehe ich das Ganze jetzt nur noch nach rechts weiter auf. Ja, also auch das funktioniert gut. Oder wenn ich das jetzt hier nur nach unten hin so weitermachen möchte, das geht wie gesagt mit gedrückter Options- oder Alt-Taste. So, jetzt nehme ich erstmal die Ansicht der Überlagerung wieder raus. Ich drücke also nochmal O. Ich stelle mir jetzt den Filter hier erstmal so ein bisschen ein, wie ich ihn brauche. Denn die erste Anwendung, die ich dir zeigen möchte, ist, dass ich hier den Sonnenschein auf den Stein noch so ein bisschen verstärken möchte. Und dafür mache ich den Filter jetzt erstmal sehr viel kleiner. Leg den jetzt hier oben drauf, da wo eh schon die Sonne
auf den Stein drauf fällt. Und diesen Schein möchte ich jetzt noch so ein kleines bisschen verstärken. Wie mache ich das? Ich werde also ein kleines bisschen Belichtung reingeben, mache damit den Stein also an der Stelle ein bisschen heller. Ich möchte noch ein kleines bisschen Temperatur einbringen, damit ja, der Effekt, dass da die Sonne drauf scheint, noch ein bisschen verstärkt wird. Und ich nehme ein bisschen Klarheit raus. Denn Sonnenlicht macht so eine Oberfläche immer ein bisschen weicher. Ja, und deswegen hier ein bisschen Klarheit ins Negative gezogen, vielleicht sogar noch ein bisschen Kontrast raus. Perfekt. So, und jetzt kann ich hier mal die Vorher-Nachher-Ansicht machen. So sieht es ohne Filter aus, so sieht es mit Filter aus. Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich kann mir diesen Filter jetzt auch jederzeit kopieren. Mit einer rechten Maustaste einfach drauf, kann ich sagen, duplizieren. Und jetzt könnte ich mir den zum Beispiel hinten auch nochmal drauflegen. Den könnte ich mir jetzt hier nochmal ein bisschen kleiner machen. Und so haben wir jetzt diesen Effekt, dass wir bestimmte Bereiche hier gerade etwas aufgehellt haben. Und genauso gut kann ich das natürlich auch nutzen, um bestimmte Bereiche abzudunkeln. Zum Beispiel hier unten, da wo die Sonne gar nicht hinfällt. Ich kann diesen Filter natürlich auch noch drehen hier. Dann ziehe ich mir das hier noch ein bisschen größer. Denn hier in diesem Bereich, da haben wir ja sehr viele Schatten drin. Und diesen Schatten, den möchte ich jetzt noch so ein bisschen verstärken. Und deswegen werde ich jetzt hier die Belichtung zum Beispiel mal um eine halbe Blendenstufe ins Negative ziehen. Und das ist ja im Endeffekt nichts anderes als Dodge and Burn. Nur, dass man es halt mit einem Radialfilter macht. Gucken wir uns das Ganze nochmal vorher an. Und so sieht es danach aus. Und somit haben wir so ein kleines bisschen Dodge and Burn betrieben. Okay, zweite Variante, womit ich den Filter nutze. Dafür ziehe ich mir jetzt hier mal oben über die Sonne einen ganz großen Filter auf. Und ich möchte jetzt die Sonne hier quasi noch so ein bisschen mehr betonen. Und noch so ein bisschen mehr simulieren, dass die Sonne hier sehr, sehr krass geschienen hat. Deswegen werde ich jetzt auch hier wieder ein bisschen Farbtemperatur noch mit reingeben, ein bisschen Belichtung. Und ich nutze diesmal auch noch zusätzlich eine Farbe hier. Da kann ich nämlich in diesen Filter sehr schön auch noch eine Farbe mit einbauen. Und du siehst, dadurch kriegt das ganze Bild nochmal einen viel wärmeren Glow. Ja, und das gefällt mir richtig gut. Und so habe ich jetzt meine zweite Variante. Ich kann also hier mir auch eine Sonne quasi bauen. Und je nachdem, wie doll ich das einstelle, je nachdem, wie stark ich diese Belichtung jetzt hier nach oben drehe, umso besser oder schlechter sieht halt das Ergebnis am Ende aus. Ich finde das hier sehr, sehr schön, wenn man die Sonne hier noch so ein bisschen mit reinbringt. So, lass uns mal noch eine weitere Variante zeigen. Und jetzt wird es ein bisschen komplexer, denn ich möchte jetzt hier im Hintergrund, hier ist ja so ein bisschen Nebel, den möchte ich auch noch mal so ein bisschen verstärken, diesen Effekt. Und dafür ziehe ich mir jetzt hier mal einen Radialfilter auf, pack den hier drüber. Und werde jetzt hier an dieser Stelle Dunst entfernen, mal ins Negative ziehen. Das ist nämlich genau das, was ich brauche. Wenn ich mehr Nebel brauche, dann Dunst entfernen einfach negativ anwenden. Dann bekommst du den Nebel zurück. Und genauso kannst du den Kontrast dafür noch ein bisschen ins Negative ziehen. Und vielleicht sogar noch ein bisschen die Tiefen hier aufhellen. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass hier auch der Berg im Vordergrund mit betroffen ist. Das wollen wir natürlich vermeiden, denn an dieser Stelle möchte ich ja natürlich nur den Nebel im Hintergrund haben und nicht hier auf dem Berg oben drauf. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ich das verändern kann, wie ich also meine Maske hier noch verändern kann. Ich drücke jetzt mal wieder O, damit du mal siehst, wo die Maske jetzt überall angezeigt wird. Zum einen hätte ich jetzt die Möglichkeit, mir hier einen Pinsel zu nehmen. Und dann mit gedrückter Options- oder Alt-Taste einen negativen Pinsel einzustellen und dann kann ich das hier einfach rauspinseln an dieser Stelle. Das ist so die Oldschool-Variante für User, die jetzt Lightroom vielleicht nicht in der CC-Version haben, sondern die eine frühere Version haben vielleicht noch. Da hat man das so gemacht. Das Problem ist natürlich, es ist nie so hundertprozentig sauber. Aber das ist auch eine Variante, wie man es machen kann. Eine zweite Variante, die sich hier sehr, sehr gut anbietet, ist, dass wir hier über die sogenannten Bereichsmasken gehen. Und mit einer Bereichsmaske kann ich jetzt zum Beispiel einstellen, dass ich sehr dunkle Bereiche dieser Auswahl, dieser Maske hier ausschließen möchte. Und da der Fels hier im Vordergrund sehr viel dunkler ist als der Hintergrund, kann ich jetzt mir hier einfach eine Bereichsmaske nehmen, auf Luminanz stellen und dann schließe ich hier diesen Bereich quasi aus. Ich habe hier den Bereich von 0 bis 100, also von ganz dunkel bis ganz hell. Und wenn ich jetzt die dunklen Bildbereiche hier davon ausschließe, dann siehst du, wie auf einmal die grüne Farbe von dem Berg im Vordergrund verschwindet. Und so haben wir jetzt nur noch quasi den Hintergrund mit dem Nebel. Gucken wir uns das Ganze mal an. Vorher, nachher. Ja, und dieser Nebel ist jetzt, wie gesagt, nur im Hintergrund. Und genau so wollte ich das haben. Perfekt. Jetzt werde ich hier mir auch diesen Radialfilter nochmal kopieren, denn ich möchte das Ganze natürlich auf der anderen Seite auch haben. Und das Schöne ist jetzt, dass wir diese Bereichsmaske, die wir gerade eben eingestellt haben, dass die auch natürlich für diesen Filter jetzt hier drüben, also auf dem kopierten Filter gilt. Und auch hier dann entsprechend natürlich diese Berge im Vordergrund hier ausgeschlossen werden davon.
So, und jetzt haben wir hier eine richtig schöne Landschaft, wo wir schön nochmal ein bisschen mehr Nebel mit drin haben. Perfekt. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und es gibt noch eine Variante, wo ich den Radialfilter einsetzen kann. Und deswegen werde ich mir jetzt hier nochmal einen neuen erstellen. Und diesmal werde ich den Umkehren-Button aber rausnehmen. Und jetzt zeige ich dir mal ganz kurz eine Variante noch. Ich werde mir jetzt mal einen richtig großen Filter hier aufziehen. Den ziehe ich mir jetzt hier mal so ein bisschen in die Mitte noch rein. Mach den hier noch ein bisschen größer. Und hier vielleicht noch ein bisschen größer. Perfekt. Jetzt lasse ich mir mal wieder die Maskenüberlagerung anzeigen. Und diesmal werde ich die weiche Kante mal so auf ungefähr 50 stellen. Das reicht vollkommen aus. Und dann weiß ich auch ganz genau, wo der Filter im Endeffekt angezeigt wird am Ende. Nämlich hier außenrum. Ich drücke nochmal O, damit es wieder rausgeht. Und ich kann mir jetzt eine Vignette einstellen, indem ich jetzt hier einfach außenrum die Belichtung so ein bisschen abdunkel. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt nicht das Vignettenwerkzeug, das herkömmliche Vignettenwerkzeug nutze, sondern hier quasi mir so eine Vignette erstelle, dann könnte ich mir theoretisch auch die hier zum Beispiel hinschieben. Dann habe ich hier mehr Vignette oder hier hin, dann habe ich hier mehr Vignette. Diese Vignette ist also beweglich. Im Gegensatz zu dem normalen Vignettenwerkzeug habe ich jetzt eine Vignette, die wirklich in alle Richtungen funktioniert. Und auch das ist natürlich super schön, weil wir da noch viel flexibler einfach geworden sind. So, eine Sache möchte ich dir noch zeigen. Und zwar kannst du natürlich viel mehr Effekte hier noch machen. Wenn ich zum Beispiel hier die Bäume haben möchte, die ein bisschen mehr Klarheit vertragen könnten, ein bisschen mehr Struktur vielleicht. Ja, ich muss natürlich wieder dran denken, hier Umkehren einzuschalten, damit es auf die Bäume gelegt wird und nicht auf alles außenrum. Dann kann ich mir hier auch noch die Tiefen etwas aufhellen. Zack. Vielleicht ein bisschen Belichtung rein. Ein bisschen Wärme noch rein. Und schon betone ich jetzt hier auch die Bäume im Vordergrund noch mal so ein kleines bisschen. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wo wir hergekommen sind. So sah das Ganze ohne Radialfilter aus. So sieht es mit Radialfilter aus. Also da ist eine ganze Menge passiert. Ich klicke jetzt hier einmal auf Fertig. Zeig dir mal, wo wir insgesamt hergekommen sind. Das war die reine RAW-Datei. Und das haben wir daraus gemacht. Und das meiste ist, wie gesagt, mit Radialfiltern entstanden. Finde ich doch eine recht coole Sache. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Falls du noch Fragen hast, poste sie einfach unten in die Kommentare und schau natürlich auch mal auf meinem Online-Shop vorbei, denn dort kannst du Videotrainings zum Thema Lightroom, zum Thema Photoshop, zum Thema Luminar und so weiter und so fort bekommen. Also würde mich freuen, wenn du dort auch mal vorbeischaust. Aktuell gibt es eine Aktion mit 15% Rabatt. Schau da auf jeden Fall mal vorbei und spare ein bisschen. Ansonsten kannst du mir natürlich auch noch auf Instagram folgen, StefanSchäfer90 heiße ich dort. Ich würde mich sehr freuen, dich auch dort begrüßen zu können. Und ansonsten sage ich jetzt einfach nur noch ciao, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten.